Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Unboxing zu meinem neuen Handy. Ihr seht's, es ist ein Huawei P Smart Plus in Schwarz, habe ich mir geholt. Ja, 4 GB RAM, 64 GB Speicher und das werde ich jetzt mal mit euch unboxen. Messer besorgt. So, machen wir es mal auf. Es ist neu und unversiegelt. Versiegelt man nicht? Huch. Ja, werden wir sehen, was drin ist. Tada. Da ist es schon. Ich hole es mal raus. Ja, Größe passt auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall gleich nochmal nachgucken, wie das aussieht. Oder war meine Katze? Erstmal gucken wir uns an, was hier sonst noch so drin ist. Ja, man kennt's, üblich, hier, für die SIM-Karte oder die SD-Karten-Slot, ne, man weiß. Hier ein paar, hier sind Garantiekarte, Quick Start Guide, das ist eine Schnellanleitung. Dann haben wir hier auch die üblichen Sachen, hier ein Netzteil und ein Aufladebuch, ein Aufladekabel, ein Standard. Und dann haben wir hier noch versteckt die Kopfhörer, die ich aber nicht benutzen werde, weil ich hier diese Teile unbequem finde. Ich habe da schon andere. Tun wir die dann mal zurück am besten. So, das war eigentlich grob der Inhalt. Dann schauen wir uns mal das Handy an. Kommt hier in einer schönen Folie. Anders als damals, wo muss man nichts mehr abziehen oder so. Höchstens hinten auf der Glasrückseite noch. Mal sagen, wir kleben die Folie ab. Uch, die Kamera hat sich verschoben. Das ist auch immer so toll hier bei Handys. Oh, das Gefühl ist nice. Da haben wir die mega nice Glasrückseite. Da brauche ich auf jeden Fall eine Hülle für. Also, das fühlt sich schon sehr hochwertig an, auch durch diese Handschuhe hier. Also optisch gefällt mir das mega gut. Ihr seht, wie wenig Displayrand das Ding nur hat. Boah, krass. Machen wir es mal an. Ich hoffe, es hat ein bisschen Akku. Oh, oh. Das ist ein krasses Ding. Ich habe es günstig über ein Saturn-Angebot bekommen, in Kombination mit einem Saturn Super Select-Vertrag für 10 Euro im Monat. Habe ich mir gegönnt. Gehört? Ich weiß es nicht. Ja, warten wir mal, bis es angeht. Das Ding ist fertig, die Emo ist gestartet und man sieht schon, hier ist wirklich fast kein Bildschirmrand mehr. Also so gefällt mir das. Ja, fällt mir die Sprache aus. Ja, ihr seht schon, die Handschuhe haben Touch-Bedienbarkeit. Ihr wisst schon. Ja, dann richte ich erstmal kurz ein und wir sehen uns dann nachher wieder. So, ich habe es soweit fertig eingerichtet und wir sind jetzt hier im Hauptmenü. Es hat 38% geladen, besser ist das. Boah, das gefällt mir richtig gut. Läuft richtig schön flüssig alles, ein riesen Display. Und ja, jetzt werde ich noch ein paar Detailaufnahmen für euch machen. Gefallen hat, würde ich mich gerne über ein Abo und ein Like freuen. Das würde ich mich sehr unterstützen. Falls ihr mehr Unboxings wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt ebenso eure Meinung über das Handy in die Kommentare. Ich finde es persönlich sehr schön, vor allem groß, viel Display. Das ist genau das, was ich will. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.